Wenn ihr euch an mein Video erinnert, wo ich das schöne Städtchen Bergheim bei Köln vorgestellt habe, dann erinnert ihr euch sicherlich auch an das Ende dieses Videos, wo ich plötzlich den Einfall bekam, ich könnte ja mal ein Video über den Kölner Dom machen. Und dieses Video, das bekommt ihr heute. Wenn man mit dem Zug in den Kölner Hauptbahnhof einfällt, kommt man nicht umhin, Kölner Dom ins Blickfeld zu bekommen. Das ist städtebaulich so gewonnen. Das schönste Spektakel ist dabei die Einfahrt in den Kölner Hauptbahnhof über die Hohenzollern. Diese entstand zwischen 1907 und 1911 und bestand ursprünglich aus zwei Eisenbahnbrücken und einer Straßenbahnbrücke. Durch Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurde die Straßenbrücke nicht wieder aufgebaut und die Eisenbahnbrücke um Radwege ergänzt. Beim Bau der Hohenzollernbrücke, die ihren Namen übrigens nach dem Geschlecht der deutschen Kaiser, für die hier jeweils Statuen stehen, trägt, wurde darauf geachtet, dass ihre Hauptachse unmittelbar auf den Kölner Dom ausgerichtet wird. Dadurch kommt es allerdings, dass der nördlich des Kölner Doms angelegte Kölner Hauptbahnhof sehr kurvig ist und ein Nadelöhr im deutschen Schienenverkehr darstellt. Hohenzollernbrücke und Kölner Hauptbahnhof gehören zu den wichtigsten Schienenknoten im deutschen Eisenbahnnetz. Die Hohenzollernbrücke wird seit etlichen Jahren von Verliebten genutzt, um sich ihre Liebe zu gestehen, indem sie Liebeschlösser anbieten. Diese Liebeschlösser haben aber ein so beachtliches Gewicht, dass dies der Statik der Brücke, die schwere Zuglasten tragen muss, schadet. Daher werden immer wieder Schlösser entfernt. Wenn man schließlich den Kölner Hauptbahnhof erreicht hat und Richtung Süd verlässt, steuert man unmittelbar auf den Kölner Dom zu. Damit bildet das eindrucksvolle Bauwerk, auf das die Stadt Köln bis heute sehr stolz ist, im Umfeld der vielen Neubauten seine Dominanz. Der Kölner Dom, dessen offizielle Bezeichnung Hohe Domkirche St. Petrus lautet, ist besonders für seine lange Bauzeit bekannt. Als im 12. Jahrhundert Reichserzkanzler Reinald von Dassel aus Mailand die Gebeine der heiligen drei Könige mitbrachte, war in Köln schnell klar, dass für jene Zeugen Jesu eine bombastische Kirche gebaut werden musste. Also wurde 1228 der Baumeister Gerhard von Rille mit dem Bau des Kölner Doms beauftragt. 1248 wurde mit dem Bau begonnen. Schon 100 Jahre später standen beide Teile des Gewölbes und die Sakristei wurde eingeweiht. Doch den Baumeistern ging das Geld aus. Zu groß war die als größte Kirche der Christenheit angelegte Kirche geplant. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts wurde die Bautätigkeit schließlich eingestellt. Seither stand der Dom fast 600 Jahre unvollendet da. Er wurde trotzdem zum Wahrzeichen von Köln. Um 1800 drängten die mittelalterbegeisterten Romantiker den Dom wieder ins öffentliche Interesse. Romantiker waren von Ruinen und Relikten des Mittelalters angetan, wobei sie dieses oft nachträglich glorifizierten. Ab 1823 fanden schließlich erste Restaurierungsarbeiten am Dom statt, denn an dem Bauwerk nagte längst der Zahn der Zeit. 1848 wurde mit einem großen Fest der 600. Jahrestag der Grundsteinlegung gefeiert. In der Nachfolgezeit wurde der Dom schließlich vollendet, sodass er am 16. August 1880 mit einem historischen Festzug die offizielle Einweihung des fertiggestellten Doms gefeiert wurde. Das Fest fand allerdings während des sogenannten Kölner Kulturkampfes statt, sodass der verbannte Erzbischof selbst nicht am Fest teilnahm und viele Bürger der Stadt die Feierlichkeiten boykottierten. Von 1880 bis 1890 war der Kölner Dom die höchste Kirche der Welt. Dann wurde die 157 Meter hohe zweitürmige Westfassade vom 161 Meter hohen Unvermünster abgelöst. Seither war der Kölner Dom lange Zeit die zweithöchste Kirche der Welt und die höchste katholische Domkirche. Allerdings wurde sie in den 1980er Jahren durch die 1 Meter höhere Kathedrale von Yamoussoukro in Côte d'Ivoire abgelöst. Immerhin stellt der Kölner Dom weiterhin die höchste katholische Kirche außerhalb von Afrika dar. Hinsichtlich des Grundrisses gehört sie zu den flächenmäßig größten Kirchen der Erde. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Dom stark beschädigt. In der Folgezeit wurde er wieder aufgebaut. Da die Umweltverschmutzung das einst beige Baumaterial des Domes zerfrisst, ist der Dom bis heute eine ewige Baustelle.
Daher ist er das einzige Bauwerk, bei dem es mich nicht stört, wenn dort Baugerüste sind. Das gehört einfach dazu. Der Kölner Dom ist mehr als nur das Wahrzeichen von Köln. Der Kölner Dom ist mehr als nur das Wahrzeichen der Christenheit. Der Kölner Dom ist in meinen Augen eines der eindrucksvollsten jemals von Menschen gebauten Bauwerke. Ich kenne nur wenige Gebäude, von denen nahezu jeder beeindruckt ist. Laut einer ZDF-Umfrage ist daher nicht umsonst die beliebteste Sehenswürdigkeit der Deutschen, der Kölner Dom. Laut Besucherzahlen ist der Kölner Dom jährlich die meistbesuchte Sehenswürdigkeit und stellt Highlights wie Reichstag, Drosselgasse und Heidelberger Schloss schlichtweg in den Schatten. Und ehe ich nicht nur aus dem Loben herauskomme, machen wir hier für heute Schluss. Ich hoffe förmlich darauf, dass man vielleicht den einen oder anderen von euch demnächst einmal am Fuße des Kölner Doms sieht. Ich sage an dieser Stelle wie immer Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!